Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Ich sammle hier jetzt gerade noch die Kisten eben ein, bevor wir hier richtig loslegen. Ja Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Ich sammle hier jetzt gerade noch die Kisten eben ein, bevor wir hier richtig loslegen. Ja, Navi hat gerade gesagt, das könnte hier der richtige Geysir sein. Geysir 8. Vorher Kiste Nummer 1 zu mir. So, komm her. Ich springe in dich rein. Und lass mich von dir wegpusten. Da ist noch mal einer. Hier ist eine Kiste. Mit drei Erholungsamuletten. Also davor war er hier. Ist er jetzt hier unten in das Gebiet abgehauen? Oder warum sagt mir Navio, das hier könnte das Gebiet sein, wo der hin ist? Ich nehme sicherheitshalber Kai, damit ich dem der wegbringen kann. Danke. Danke, dass du mich vorbeilässt. Sehr nett. Er hat mich freiwillig vorbeigelassen. Das ist doch sehr nett von dem Monster. So, und die wahre Macht von dem Vieh ist jetzt auch erwacht, ne? Ich muss kurz kämpfen. So, Leute, weiter geht's. Auf zum Ende dieser Höhle. So, hier soll der jetzt sein. Ich habe halt nur gerade auf Navio vertraut, weil er gesagt hat, hier wäre irgendwas. So, bitte nicht wieder ausrasten, Rafa. Okay, es hat noch dieselben Angriffsmuster, ist ja wohl klar, ne? So, erstmal den Zamtrios. Schade, es hat nichts abgespeichert. Wäre ja auch zu schön, ne? Wenn ich das nur einmal machen müsste. Wieso bist du jetzt schon sauer? Der Kampf hat doch noch kaum was ge... Wie man so schnell aggressiv werden kann, ne? Das schaffen nur die Monster im Monster Hunter. Man hat kaum was getan und die sind schon aggressiv. So einen Legian hätte ich trotzdem sehr gern. Ich kann den wahren weiten Hieb nicht machen. Ich hole mir ein bisschen Punkte. Dann der Käferschuss! Oh, der ist immun gegen Elektrizität. Muss ich mir merken. Ich kann keinen wahren weiten Hieb mit dir machen. Warum auch immer. Weil mir genau ein blöder Punkt fehlt. Weißt du was? Ich blende dich und mein anderer holt mir jetzt einen Punkt. Es fliegt. Jetzt wäre die Blitzbombe gut. Genau eine Runde zu früh. Dann halt nochmal. Ist kein Problem für mich. Ich habe noch 30. Ich kann die mittlerweile herstellen.
Ach, die ist wirkungslos, weil ich sie gerade erst verwendet habe, oder wie? Oh, jetzt greift er mit Technikangriffen an, ne? So, by the way. Rafa, komm heraus! Du hast mit ihm noch eine Rechnung offen. Auf die Flügel! So, weg mit den Flügeln. Und jetzt kann ich ihn endlich meinen Hieb durchs Gesicht ziehen. ...1100 hat er gezogen. Der hat richtig hart reingehauen. Mein Rafa hat mit dir eine Rechnung offen, Junge. Das Dumme ist, es bringt mir jetzt nichts mehr. Na dann, let's go, some to use. So, ich gehe jetzt auf Bogen. Und gehe natürlich auf Technikangriffe. Erstmal auf den Kopf. Da. Bogen ist überhaupt nicht gut gegen den. Okay. Zumindest nicht gegen das Körperteil. Warum geht mein Samt jetzt auf Geschwindigkeit? Ich verstehe es nicht. Der ist doch noch lange nicht am Ende, der sabbert nicht mal. Navio, von was redest du? So, Parabell. Wer diese Listen immer abhaken. Und es fliegt wieder. Dann komm mir raus, Rafa. Ich gehe auf einen Kraftangriff. Gehst du auf einen Kraftangriff? Natürlich tust du das. Zack. Und der Bogen ist offenbar immer noch scheiße dafür. Elvin muss seinem Monster ja sehr stark vertrauen. Weil der kämpft ja auch mit einem Bogen. Kraftangriff auf dem Flügel, bitte. Weg ist es einfach. Nee, wenn... Ben Solo. Es ist tot. Ich hab's besiegt, das Legianer. So, und jetzt kommt wieder eine Filmsequenz. Ich weiß es doch. Nee, doch nicht. It seems the danger has passed. I'm going back to the village. We can't thank you enough, Avinia. Don't make a big deal out of it. Monsters and riders don't always see eye to eye straight away. Sometimes it takes time. But all is well. I can see it now. You're determined to trust Ratha. Ja, jetzt vertraue ich ihm. Hat ein bisschen gedauert. Time to head back. Es waren halt diese Zweifel da, weil hier eingeredet wurde, Monster der Zerstörung. I'm sorry. Thank you, I should say. What's that all of a sudden? Thanks to you. I've learned so much about how we can bond with monsters. Ja, aber der Jäger hat das gesehen und er wird jetzt wahrscheinlich versuchen, Rafa irgendwie gefangen zu nehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. We caused a lot of trouble for Kuan Village. But still, I want everyone to see that Ratha isn't some scary monster. I'm sure my buddy's bond with him can keep that dangerous power in check.
What is it, Naviru? Someone's watching us again. Must be one of my fans. I'm sure of it. Hello? Come on out. Don't be shy. Whoa! Hey. So much for being secretive. Now. Naviru was verliebt. Oh, it's you. You followed me all the way out here, huh? Well, I don't mind. You want another paw print? I'll give you as many as you like. Keep your paws away from me. Hey, what? A disguise? I've come for. Now. Rathalos. Now hand it over, nice and easy. What? What's going on? You're with the hunters. You've been following us for a long time. Yeah, that's right. Ever since you all tricked us. And then escaped from Hakuolo Island. Hey! You were on the island? Mm-hmm. Yeah, we were at the festival. Or whatever you call that total snooze fest. Snooze fest? Why you? Yes, nicht Arsch. Aren't monsters to worship or to make bonds with. Don't you get it? They're nothing but dangerous pests. I know this because a Rathalos from your island just about killed my dad. It's high time someone did something about it. I saw it with my own eyes. There's no mistake. That's Razewing Ratha. Now hand it over. Not happening! Ratha is my buddy's monster! You can forget about it, and that's final! Ich wusste aber, dass sie ihn gefangen nehmen wollen. Noch mehr Jäger. Nice job, kid. Your father will be pleased. Something's not right here. She's dead! Please stop! Danke, wer auch immer du bist. Lilia! Is it really you? Naviru! Navi, bro! What are you doing here? Naviru, willst du uns was erzählen? I'm so happy to see you two right now! They are friends? Sure are! Perfect timing for a reunion! Lilia, would you please get them to release Ratha? He's my buddy's monster! I can't do that. It's my job to capture the Rathalos that escaped from Mahana Village. Well, it's my duty as a scrivener. Okay. We're going back to Lelushin. Put the monster in the cage. Rafa, ich hol dich da raus. If you get in our way, we'll make you regret it. Are you out of your mind? Ja. You care more for one Rathalos than for the world it might destroy? Please stop! Don't take him away! We have a lot to discuss. We need you to come with us. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie als eine Freundin oder als eine Feindin ansehen soll. Weil sie hat vom Prinzip bei unseren Rafa trotzdem gerettet. Ich kann mir gut vorstellen, dass mich einer von denen demnächst begleitet. Aber definitiv der da nicht. Der hasst mich wie die Pest. Ich kann mir bei diesen blonden Typen vorstellen. Also dem vorderen, dass der nächste Begleiter ist. Aber halt ohne Monsti, dass er halt solo kämpft. Ist nur so eine Vermutung. Weil wir sind ja jetzt in deren Dorf und ich kann mir halt keinen anderen vorstellen gerade. Das ist eine richtig schöne Stadt. Oh, Tänzer.
Rotha. You cannot separate him from his rider. Let's stay calm. Shall we? Rotha is being kept safe. Wie, ihr tut ihm was. You grew up in a rider village, Lilia. How can you do this? If anybody can understand about the bonds between Monsties and Riders, it's you! That doesn't matter. I'm a Scrivener now, and this job comes with its own duties. I can't be a Dorfmädel, okay. To roam free. Please, listen to yourself! Why do you have to do everything by the book? Hey! I'm just doing my job! Anyway, toller Streit hier von euch beiden. Wouldn't understand. Alley Cat? I'm a legendary feline! You wanted to speak to us, right? Well, let's have it then. Erstmal reden. Yes, that's a good idea. I'd like you to tell me about Rotha. Fine. We'll tell you what you want to know. But you need to answer our questions too. Ja, wahrscheinlich die Katz. The Hunters Guild did. They said an egg containing Razewing Rotha was taken from Mahana Village. Many people believe there's a connection between the strange happenings and the Wings of Ruin. Ich glaube, also ja, von so ein bisschen, aber eher so, dass die ausmerzen will. Everywhere, and they're emitting a strange light. Also, all the Rathalos have flown off somewhere. Nobody knows where they are. And you believe the legend? I'm not sure. Also wenn ich Lilia mitkriege, wäre das auch interessant. Entire towns and villages. Wait a minute. Why am I doing all the talking? I should be the one asking the questions. Okay. Well, to satisfy your curiosity, Rotha does have tremendous dormant power. Ja. Rotha. The Wings of Ruin. Die Kräfte haben wir gesehen. Not quite. This power doesn't necessarily bring ruin and destruction. If you understand the power and how to handle it, it can be used for good. Habe ich auch das Gefühl. What you're saying, but can anyone channel such a force? There's only one person who can, Rotha's rider. That's why they shouldn't be torn apart. Don't just assume these dudes are telling the truth. Och, Roberto. I thought we were friends. Friends? That's weak sauce. Oh. If you dudes are rad enough to handle a monster like Rotha, prove it. Jetzt habe ich für die wahrscheinlich Questen erledigen. How? Passing a test of strength would lend their story some credibility and all that jazz. What do you say, Commander? Fine. Why not? We'll figure the rest out later. Roberto, you're taking part in it too. Me? Ich wusste es. Hat einfach am meisten Sinn gemacht. Pretty jam-packed. I'm sure you can find someone more suitable. Stop grumbling and get on with it. Weil sie ist keine Kämpferin offenbar. Der andere hasst mich, da blieb nur er übrig. I can't let anything happen to Rotha. You understand, right? I can't let you see him. I didn't think you would. But if something went wrong, you wouldn't know what to do. Okay, you can stay. I'll look after Rotha. You needn't worry. All right. Don't worry. We'll be back in half a jiffy. Wir werden Rafa retten. Aber ich will mir auch noch die Stadt angucken, bevor ich hier irgendwas beende. Here's a letter from Simone. This letter is from Captain Simone? Maybe it's some helpful advice? Anyway, toodles. Keine Ahnung, wer Simone ist. So, gehe ich jetzt richtig in der Annahme? Er ist mein Verbündeter jetzt. Ja, wir kennen uns schon lange, Navio. Das hat sich gerade eben schon bestätigt.
Ah, das ist nett. Hm? Was gibst du mir? Oh, 3 Erkundungsscheine. Wofür sind Erkundungsscheine? Nebenquesten gucke ich jetzt noch nicht. Mit dir rede ich auf jeden Fall als erstes und speichere einmal. So, ich habe jetzt einmal kurz gespeichert. Ich will mich einmal kurz umgucken. Da ist auf jeden Fall mein Haus. Da brauche ich jetzt nicht reingehen. Die Nebenquesten gucke ich beim nächsten Mal. Ich will jetzt hier gucken, was der Markt zu bieten hat. Boah, der hat richtig viel zu bieten. Der hat Fallengeräte. Her damit. Ja, aber nicht 600. Ich werde mir 300 noch aufs kaufen. Ich werde kühlen Nebel offenbar brauchen. Heißt, das ist eine Hitzegegend. Die Rüstung vom Legianer will ich mir auch noch angucken. Beziehungsweise die Waffe. Das sind dann diese Gletschersachen hier offenbar. Wäre wahrscheinlich ein guter Eisbogen. Und die Rüstung vom Legianer. Beschleunigen göttlicher Segen und Eisboost. Ach, einfach nur, dass ich schneller angreifen kann. Das wäre eine richtig gute Eisrüstung. So, und jetzt noch die Manix. Ich will noch gucken, was ich kaufen kann. Ah, jetzt kann ich 2 Erkundungstrupps losschicken. Ein bisschen mehr Stallungen. Edle Wettsteine, dass ich sie mir kraften kann. Ein bisschen was für Naviro. Den Lulizion-Hut, den ziehe ich ihm gleich auch noch an. Korb-Erkundungsquesten. Warte mal, ich muss das Nebenquestbrett finden. Gibt es Questen, die man, wo du erkundest mit deinen Kollegen? Das Questbrett soll hier sein, laut Karte. Korb-Erkundungsquesten. Es gibt viele Monsternester in Korb-Erkundungsquestgebieten. Das heißt, du wirst auf diesen Erkundungen viele Eier finden, mit nach Hause nehmen können. Das Layout des Gebiets ist jedes Mal anders. Okay. Der den Raum erstellt, der muss diese Tickets haben. Okay, und wir gucken natürlich auch mal eben kurz, jetzt nicht in die Nebenquesten, aber ich will gucken, ob wir jetzt genügend Questen jetzt freigeschaltet haben, dass ich meinen Kollegen dazu hole. Das will ich halt auch eben kurz gucken. Ja. Okay. Wir haben 3 Questen dazu bekommen, darunter eine Erkundungsquest. Dafür muss ich einen Erkundungsschein. Und hier kann ich einen Legianer legen. Dann hole ich mir demnächst den Kai dazu, bevor wir hier mit der Story weitermachen. Dass wir das weitermachen. Die nächsten Koop-Questen. Ich gehe da halt wirklich mit der Story dann. Mit dem Koop. Ich muss mir nur dann im Kopf behalten, welche ich schon gemacht habe. Auf jeden Fall, Leute, das war's dann jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like gelassen. Die Nebenquesten nehme ich jetzt noch offscreen an.